Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Last Recollection. Schön, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. Ja, wir machen nun heute endlich wieder die Arena-Missionen weiter und nachdem wir ja schon die Novize abgeschlossen haben, sowohl bei der normalen Arena-Herausforderung als auch bei den sechs Bestien, kommen wir nun also zu Adept. Ja, das ist natürlich eine deutlich schwierige Variante, das heißt, die Gegner sind A stärker und B haben die natürlich auch höhere Level. Aber das Besondere bei Adept ist halt einfach, es ist nicht einfach so, die Gegner sind jetzt einfach die gleichen und es sind einfach nur höhere Level, sondern A, es ist erstmal die Gegner von Novize, also das heißt, alle Gegner, die wir schon in Novize besiegt haben, kommen jetzt erstmal dran und danach kommen neue Gegner. Das heißt, es ist nicht so, dass wir hier nur die sechs Kämpfe wieder haben und dann ist alles wieder supiduppi und dann geht es einfach weiter. Nein, erst kämpfen wir alle Kämpfe von Novize und dann kämpfen wir nochmal genauso viele Kämpfe auf Adept, nur halt, dass die Gegner halt immer stärker werden. Hier ging es, glaube ich, so bis ab Ende Level 40 ungefähr ging es, glaube ich, oder Level 30, bin mir nicht sicher, werden wir ja noch im Laufe des Videos sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon natürlich deutlich schwieriger und natürlich deutlich anstrengender. Erstens, weil die Gegner natürlich viele KP haben und zweitens, weil es halt einfach ein nerviges Gebäsch ist. Auch hier mal ein wichtiger Hinweis, falls ihr sagt, oh, interessiere mich eigentlich für die Gegner. Wie viele Gegner sind es insgesamt? Was für Level haben die Gegner? Und wie viel KP haben die Gegner? Da kann ich euch unten in der Videobeschreibung gerne den Link euch gerne sagen. Geht einfach unten in die Videobeschreibung, findet ihr so ein Google-Dokument. Klickt da einfach drauf und dann könnt ihr sehen, welcher ist der erste Gegner und vor allen Dingen, wie viel HP hat der und vor allen Dingen, welches Level der hat. Das heißt, falls euch dafür interessiert, guckt da einfach unten in die Videobeschreibung vorbei. Auch ein wichtiger Hinweis für euch, falls ihr das ebenfalls selber macht und sagt, oh, ich habe ein ähnliches Level wie der Flui und nutze halt im Grunde genommen auch die gleiche Taktik so roundabout, wie lange würde ich vielleicht so ungefähr dafür brauchen. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gebraucht, so ungefähr 35 Minuten geht jetzt insgesamt hier meine Videodatei, also mit dem Anfang und so. Also vielleicht so eine halbe Stunde ungefähr werdet ihr auf jeden Fall für die Kämpfe hier brauchen. Also nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Beim ersten Mal haben wir nur ungefähr 15 Minuten gebraucht. Auch bei 6 Bestien Novize haben wir ungefähr so 15 Minuten gebraucht. Hier werdet ihr auf jeden Fall eine halbe Stunde, vielleicht auch ein bisschen mehr brauchen. Bei den ersten Gegnern hier bei Novize werde ich euch noch keine großartigen Taktiken sagen, weil es ist halt nur einfach nerviges Rumgekloppe auf irgendwelche Monster. Aber dann später, wenn die Adept-Gegner dann hinzukommen, werde ich dann auch ein bisschen mehr was zu meiner Taktik erzählen. Aber ja, hier kommen erstmal die zwei Dinos, die wir ja auch schon bei Novize besiegt haben. Und die dürfen jetzt hier nochmal auf Adept klopfen. So, damit haben wir jetzt auch beide Dinos endlich besiegt. Auch für euch vielleicht ein kleiner Hinweis. Also wie ihr im Hintergrund hört, hört ihr ja nicht den Ingame-Sound des Spiels, sondern ihr hört irgendeine andere Musik. Bin ich mir immer noch unsicher, welche Musik ich da reinhauen soll, weil ich habe das halt im Grunde genommen so gemacht, ich habe halt im Grunde genommen den Ingame-Sound von Sword Art Online Last Recollection ausgemacht und habe dann halt ein bisschen Musik gehört oder einen Podcast gehört, weil das kann ich euch halt auch empfehlen, falls ihr sagt, ey, ich möchte das hier ebenfalls machen, ich möchte das gleiche machen wie der Flui und möchte da auch alle Missionen abschließen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen, aber ne, es ist halt Sword Art Online Last Recollection ist halt nicht so cool. Es ist halt so ein stumpfes Rumgekloppe auf irgendwelche Monster, was halt minutenlang dauert. Und das kann halt schon ermüden und halt echt langweilig sein. Deswegen, ich kann euch einfach theoretisch auch den Tipp geben, so wie ich das halt gemacht habe. Macht halt wirklich den Ingame-Sound aus und hört irgendwie Musik auf YouTube, Spotify, je nachdem, wo ihr irgendwie Musik hört. Oder hört irgendwie irgendeinen Podcast oder sowas. Ich kann euch da die FTD-Show vom guten Immon 615 empfehlen. Und dem guten Lord Jace und den guten Rufus findet ihr entweder auf Twitch oder findet ihr theoretisch auch auf dem YouTube-Kanal vom guten Immon 615. Also einfach Immon 615 eingeben mit Doppel-M und dann könnt ihr da jeden Sonntag theoretisch 2 Stunden Podcast hören, falls ihr sagt, ich habe keinen Podcast, den ich höre.
Also die erzählen da halt über irgendwie über random Quatsch, teilweise über NFL. Das gibt ich auch meistens so. Aber ja, falls ihr sagt, ich habe keinen Podcast, den ich hören kann. Ich habe teilweise auch teilweise so eine Art Podcast, so ein SEO-Podcast, aber ja. Der kommt halt unregelmäßig, halt immer nur, wenn halt irgendwelche besonderen SEO-Themen vor der Tür stehen. Bald wird es noch einen Podcast geben zu Sword Art Online, Last Week Collection, aber natürlich auch zu den beiden SEO-Progressor-Filmen. Aber ne, es ist so, Podcast zu planen ist halt ein bisschen schwierig, weil man halt Leute finden muss, mit denen das mit denen man das machen muss. Und zweitens muss man natürlich auch irgendwo Regeln ausstellen, damit da nicht so viel Quatsch passiert, ne? Dass man nicht teilweise auf einmal über Politik redet, anstatt über SEO. Aber ja, das ist hier der nächste Gegner, den wir bekämpfen. Ich habe auch irgendwann aufgehört, wie viele Kämpfe es sind. Es sind einfach viele. Das kann ich euch sagen. Guckt da vielleicht in die Videobeschreibung vorbei, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt ganz genau wissen, wie viele Kämpfe das sind. Dann könnt ihr das auch unten in der Videobeschreibung gucken. In dem Google-Dokument. So, damit ist auch dieser Gegner endlich besiegt. Wir haben die ersten Kämpfe geschafft und kommen nun tatsächlich zum nächsten Kampf, zur, ja, Pause sind wir im Grunde genommen. Wir sind jetzt tatsächlich bei der Pause angekommen und das hier war ja der Final Boss des Novize und das ist im Grunde genommen nun der erste Kampf oder der mittlere Kampf des Novize, des Adept. Genau, das war ja theoretisch das Finale jetzt in Adept. Novize, Alter, wieso vertausche ich das die ganze Zeit? Aber ja, theoretisch war ja der letzte Kampf bei Novize. Und wir sind jetzt im Grunde genommen bei der Hälfte angekommen bei Adept. Und jetzt kommt im Grunde genommen gleich die zweite Halbzeit. Dort wird es dann auch ein bisschen komplizierter, weil ich dann da auch tatsächlich ein bisschen Schaden bekommen habe. Also gerade bei einem Gegner habe ich da einiges an Damage bekommen. Werde ich euch gleich dann auch nochmal ein paar, ja, Sachen mitgeben, wie man die Kämpfe am besten so bekämpfen kann. Aber dazu kommen wir dann gleich. Also, ne? Die gute Dorothy, gegen die wir hier kämpfen, obwohl maskiert Ritterin da steht. Aber ja, wir wissen alle, es ist Dorothy. Ja, solltet ihr auf jeden Fall noch ohne Probleme schaffen. Und so viel Damage kann sie jetzt. So, damit haben wir jetzt auch Dorothy besiegt und haben jetzt im Grunde genommen die Novize-Kämpfe beendet. Und nun kommen im Grunde genommen die nächsten Kämpfe. Auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam wirkt, dass es hier extrem lange einfach so ein Schwarzbild gibt. Ich weiß noch, dass mich das super verwirrt hat, dass es hier so wirklich so ein langer, ja, Schwarzbildschirm war. Also falls ihr das ebenfalls habt, ja, wundert euch nicht. Es ist tatsächlich halt wirklich das Spiel. Aber jetzt werden die Gegner tatsächlich auch stärker. Ihr seht, Dorothy war vorhin auf Level 29. Der Gegner hier ist jetzt auf Level 30. Und ja, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht. Am 7. März, glaube ich, wird es sein. Gibt es ja ein neues Update für Sword Art Online Last Week Collection. Dort gibt es nämlich einen neuen Charakter und zwar eine VTuberin. Dazu werde ich dann nochmal ein besonderes Video machen, dadurch, dass sie auch ein paar interessante Szenen bekommt. Und da werde ich sie mal in einem konkreten Video so ein bisschen vorstellen. Aber ja, könnt ihr mal gerne, falls ihr jetzt bis hierhin geguckt habt, könnt ihr mal gerne eure Meinung reinschreiben. Was haltet ihr davon, dass eine VTuberin aus Japan plötzlich ein Charakter in Sword Art Online Last Week Collection wird? Finde ich ein bisschen komisch. Also ich finde es sogar okay, dass man jetzt irgendwie VTuber nimmt, die mit SEO zu tun haben oder die sich vielleicht für SEO interessieren, dass man da jetzt so eine Collab macht, aber auch, dass man sie jetzt noch als Charakter einbaut. Etwas weird. Aber ja, ab sofort werden die Kämpfe, wie gesagt, schwerer, die Gegner werden härter und vor allem, sie haben noch mehr HP. Also falls ihr dachtet, oh, das war ja noch relativ einfach, die Gegner zu besiegen, ja, ab jetzt wird es natürlich ein bisschen schwerer. Aber ich sag mal so, wenn ihr auf dem Level seid, so wo ich bin, solltet ihr das eigentlich theoretisch hinbekommen. Es gibt zwar einen Kampf, der ein bisschen schwierig ist, zu dem kommen wir dann gleich, da werde ich noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber ansonsten solltet ihr das schaffen. So, damit haben wir den Gegner besiegt. Der war noch relativ einfach. Ich habe hier noch für die Coolness die Waffen weggesteckt, so nach dem Motto, oh, das sieht richtig cool aus. So, der hier ist eigentlich auch noch relativ einfach. Die Gegner machen denn jetzt schon mittlerweile ganz gut Damage. Also das werdet ihr dann auch so ein bisschen merken, denn am Ende jedes Kampfes, dass ich dann jetzt schon so langsam auch ein bisschen Schaden bekomme.
Was auch ganz wichtig ist, ihr nehmt den Schaden immer mit. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt gegen den Gegner ungefähr die Hälfte an KP verloren habt, dann nehmt ihr die halt im Grunde genommen für den nächsten Kampf mit. Es ist jetzt nicht so, dass ihr nach jedem Kampf automatisch geheilt werdet, sondern es ist halt so, dass ihr den Schaden, den ihr kassiert, auch immer mitnehmen werdet. Also da müsst ihr so ein bisschen drauf aufpassen, wenn ihr die Kämpfe hier tatsächlich selber macht. Wenn ihr Schaden bekommt, habt irgendwas drin, wie ich zum Beispiel einen Skill, der einen so ein bisschen heilt oder vielleicht irgendwelche Heiltränke dabei habt, falls ihr dann wirklich sagt, okay, ich mach das. Auch ein ganz wichtiger Hinweis nochmal von mir für das Projekt Sword Art Online Last Week Collection. Wir machen zwar jetzt die Arena-Mission, aber ich habe niemals gesagt, dass ich alle Arena-Missionen mache. Also ich werde versuchen, die Arena-Missionen zu machen, die ich hinbekomme. Und wenn ich dann irgendwann bei einer Arena-Mission zu oft scheitere, werde ich jetzt auch nichts Augen aufkramen. Ich mache jetzt alle Arena-Missionen, weil ich bin YouTuber. Ich muss euch jetzt alles zeigen. Also das auf gar keinen Fall. Ne? Das wollte ich nur schon mal nochmal gesagt. So, damit haben wir den Gegner auch besiegt und wir kommen zum achten Kampf. Und der ist jetzt tatsächlich schwierig, weil ihr seht, es sind 3 Wölfe und die haben jeweils 1.000.000 HP. Und ich kann euch sagen, die Kämpfe sind richtig schwierig gegen die Wölfe. Also ich muss sagen, diese Wolfkämpfe fand ich persönlich tatsächlich wirklich am schwierigsten, weil die Wölfe ziemlich viel aushalten und halt alle 3 angreifen und man halt nicht wirklich alle ablocken kann. Und man sieht jetzt schon mal ein bisschen bei Kirito, dass er jetzt schon ein bisschen KP verloren hat. Und ich kann euch sagen, das wird tatsächlich hier noch ein bisschen schlimmer. Gerade wenn sie hier diesen Angriff machten, machen sie auch richtig gut Schaden. Also gerade bei diesen Wolfkämpfen müsst ihr richtig aufpassen, weil es sind halt 3 Wölfe, die ständig angreifen und die ständig Schaden machen. Man sieht jetzt da so ein bisschen links, dass ich da immer wieder ein bisschen KP verliere, obwohl ich noch nicht mal einen einzigen besiegt habe. Also wenn ihr diesen Kampf macht, ich kann euch sagen, versucht vielleicht irgendwie ein bisschen passiv zu agieren und versucht am besten den allerersten Wolf hier wirklich so schnell wie möglich rauszubekommen, damit ihr die Gegner verringert. Nicht so wie ich. Ich habe hier tatsächlich so am Anfang noch versucht, alle Gegner so ein bisschen parallel zu schwächen, obwohl das eigentlich wirklich dumm ist. Also konzentriert euch wirklich auf einen Gegner, versucht ihn so schnell wie möglich auszuschalten, um dann zu sagen, okay, ich habe jetzt nur noch ein bisschen weniger Gegner. Also ihr seht, wie meine KP da sich immer weiter niedriger senken. Also das war wirklich ein Kampf, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe. Nochmal zum Thema wegen, dass ich nicht alle Kämpfe machen werde. Also klar, es gibt so Spiele, wo ich, es macht mir natürlich Spaß, mich zu quälen in solchen Spielen, wo man dann halt so nervige Bosse hat, wo man sich dann halt wirklich quälen muss, um die dann zu besiegen, wo es halt auch viele Versuche braucht, viel Taktik. Das macht mir schon auf jeden Fall viel Spaß, aber ne, also irgendwo habe ich dann halt auch so ein bisschen meine Grenzen. Es macht mir zwar Spaß, ein bisschen zu leiden in so Videospielen, aber es gibt halt auch Grenzen und ich kenne so ein bisschen meine Grenze, wie weit ich gehen kann, wie weit ich gehen möchte. Und wenn ich dann halt irgendwo an einem Punkt bin, wo ich sage so, puh, bis hier nur nicht weiter, dann werde ich, nur weil ich jetzt Content Creator bin, werde ich jetzt nicht sagen, auf Krampf, ich muss das jetzt so schaffen. Also, ne, wollte ich nur schon mal gesagt haben, ich werde zwar vieles machen, aber wenn ich irgendwo an einem Punkt bin, wo ich sage so, ne, dann sehe ich das auch keinen an. Gerade wenn ihr dann nur nachher einen Wolf habt, ist es eigentlich dann relativ einfach, aber ja. Gerade mit 3 kann das richtig schwierig werden. Ihr habt gesehen, so ungefähr die Hälfte an HP hatte ich plötzlich nur noch, weil halt alle 3 auf mich draufgesprungen sind und attackiert haben. Weil ich halt immer versucht habe, auf alle zu gehen und denen alle schon mal ein bisschen Schaden zu drücken. Aber macht das nicht. Drückt halt wirklich. Also wie gesagt, ich fand wirklich diese Wölfe wirklich am schwierigsten in diesen Kämpfen, weil die halt wirklich gut Schaden machen konnten und ich halt auch wirklich gut damagen konnten. Und jetzt wird man das sehen. Hier, ihr seht, ich habe immer noch einiges an HP verloren und habe jetzt nicht wieder Full AP, sondern ich habe im Grunde genommen den Schaden, den ich jetzt gerade aus dem Wolfkampf mitgenommen habe, habe ich jetzt im Grunde genommen mitgenommen, weil ich jetzt nicht automatisch geheilt wurde. Also ganz wichtig, nehmt euch irgendwie Heiltränke mit, die viel HP euch geben, oder halt, was ich gemacht habe, nehmt euch hier paradiesischen Segen mit. Das würde ich euch empfehlen, weil dann könnt ihr gerade zu Beginn des Kampfes euch eigentlich relativ wieder full healen.
Ja, der Gegner ist jetzt auch schon wieder ein bisschen gefährlicher. Der macht tatsächlich auch wieder guten Damage. Also der kämpft hier auch wirklich gar nicht mal so doof und kann da auch mit seinen Klauen auch ziemlich gut schnell und ziemlich gut zuschlagen. Gerade bei seinen Ulti-Attacken macht er einem auch richtig guten Damage. Also bei dem müsst ihr hier auch ein bisschen aufpassen. Also ab jetzt sind wir tatsächlich bei den Kämpfen, wo man ein bisschen mehr Konzentration braucht, wo man vorher noch so sagte, ach ja, die Kämpfe schaffe ich easy. Aber jetzt sind wir mittlerweile bei den Kämpfen angelangt, wo es halt... Also gerade zeitlich dauert dieser Kampf auch wirklich lange. Erstens, weil der Gegner auch gut austeilen kann, aber vor allem, weil er echt viel tankt. Also, ne, wenn ihr gegen diesen Boss kämpft, seid euch dessen bewusst, ihr werdet Zeit brauchen. Ja, das ist tatsächlich der letzte Kampf hier, und zwar gegen die IL. Ja, nachdem wir gegen Doppelfiege gekämpft haben, kämpfen wir jetzt gegen die IL. Finde ich sehr interessant, dass wir hier am Ende tatsächlich gegen richtige Charaktere kämpfen. Auch wenn sie zurzeit mehr aus dem Dark Territorium kommen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir dann im letzten Fight dann gegen Shasta zum Beispiel sowas kämpfen oder so. Ich hoffe nicht gegen Vector. Wir haben zu oft gegen Vector gekämpft. Aber ja, hier kämpft man dann tatsächlich gegen die IL. Sie kann eigentlich auch ganz ordentlich austeilen, aber ich finde, man kann ihren Angriffen, wenn man sie dann irgendwann schon so studiert hat und sieht, okay, wie sie angreift, also sie versucht halt meistens mit ihrer Peitsche da so einen Angriff wirklich zu machen. So ab der Hälfte versucht sie so ein bisschen mehr Damage zu drücken. Aber das Schwierigste, gerade bei diesem Tanz des Irrsinns, da kann sie dann mal gut Damage ausziehen, aber ne, sie braucht halt einfach viel zu lange. Und dann kann man das eigentlich auch ganz gut blocken oder ausweichen. Ich sag mal, so schwierig ist der Kampf gegen die IL nicht. Also wirklich gegen die Wölfe, da braucht man halt, da wird man halt wahrscheinlich den meisten Damage zu bekommen. Gegen ihr, auch das ist jetzt gerade das, was ich jetzt gerade gemacht habe mit diesem Zwiegroll oder wie die Attacke jetzt hieß, diesen komischen Schlitzangriff. Damit muss man da auch ein bisschen aufpassen, wenn man etwas niedriges Level ist und nicht so die beste Ausrüstung hat. Dann kann man vielleicht hier auch ein paar Struggles haben, aber ich sag mal so, theoretisch sollte da eigentlich jetzt nicht so viel unbedingt angreifen. Und hier dieses Zwielichtkroll, wo sie da so ein bisschen zuschlägt, das kann ein bisschen Schaden machen, wenn man da vielleicht nicht so gut gelevelt ist. Aber wenn man da ein bisschen drauf aufpasst, dann kann man das eigentlich den Kampf auch ganz easy schaffen. Das Schwierigste bei diesem Kampf ist halt einfach nur, dass sie viel HP hat. Ne? Ihr habt gesehen, 4,6 Millionen HP hat sie einfach. Und es dauert halt einfach, bis die KP runtergedroppt sind. Aber ansonsten, es ist ein Kampf, den man durchaus schaffen kann. Also hier kommt sie dann mal so ungefähr mal mit Hassbrecher. Also, die Attacken, die sie macht, sind halt nicht wirklich genau. Das muss man halt auch wirklich so ein bisschen dazu sagen. Und sie macht jetzt damit auch nicht so wirklich viel Damage. Also so wirklich Probleme solltet ihr mit ihr nicht haben. Also wirklich, am meisten müsst ihr halt auf die Wölfe aufpassen. Da werdet ihr wahrscheinlich viel Damage kassieren, so wie ich. Aber die restlichen Kämpfer sollten eigentlich kein Problem. So, da sind wir jetzt bei den letzten KP angekommen. Ja, ihr seht, ein bisschen an Schaden konnte sie mich drücken. Sie hat sie schon so die eine oder andere Attacke, die einem schon Schaden machen kann. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich hier zum Beispiel paradiesisches Singen jetzt mal nicht eingesetzt habe. Also über den ganzen Kampf, wie ihr seht, habe ich halt nie eingesetzt. Das heißt, theoretisch hätte ich mich ja bei ihr auch healen können, aber dadurch, dass ich wusste, es ist der letzte Kampf, habe ich das jetzt auch nicht getan. Das Schwierigste bei diesem Kampf ist halt wirklich nur ihre KP. Ne? 4,6 Millionen, das runter zu kloppen, dauert halt lange. Und dann, wenn man diesen Kampf gegen die AL geschafft hat, dann hat man es auch tatsächlich geschafft und tatsächlich dann auch die Schwierigkeit Adept abgeschlossen. Und dann kann man hier sich seine Belohnung abholen, hier so ein Duellhemd. Ja. Das war's mit dieser Folge von Sword Art Online Last Recollection. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Falls dies der Fall sein sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert gerne das Video, abonniert natürlich und aktiviert die Glocke. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.